das Thema Fit für Sustainability Design. Das ist ja quasi so anschlussführend, das hat die Frau Kostja ja auch gerade nochmal gesagt. Und ich darf ganz, ganz herzlich unsere nächste Speakerin vorstellen, Ursula Tischner. Sie ist CEO von eConcept und eConcept, da berät sie Unternehmen, führt Forschungsprojekte durch, entwickelt und gestaltet unter anderem Lösungen und noch viel, viel mehr. Darüber werden wir jetzt natürlich mehr erfahren. Wir freuen uns sehr, dass sie sich heute die Zeit nimmt, hier zu sprechen. Und natürlich haben wir auch mit der Frau Tischner am Ende ein Q&A eingeplant, also gerne auch schon während des Vortrages hier in den Chat einfach Ihre Fragen stellen. Und damit übergebe ich das Wort und die Bühne Frau Tischner. Schön, dass Sie da sind. Schön, Sie zu sehen. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Ich versuche mal, meinen Bildschirm zu teilen. Und dann gehen wir gleich in meine Präsentation. Sehen Sie die Präsentation jetzt? Ja, Sie könnten noch Vollbild buchen. Auch Vollbild, ja, Moment, so jetzt. Perfekt, genau, läuft alles. Super. Danke Ihnen. Das passt gut. So, also mein Thema ist Fit for Sustainability Design. Und da wir ja hier einen Hands-on-Workshop haben, habe ich gedacht, ich mache das wirklich mal so praktisch wie möglich und gebe Ihnen Einblick in unsere Arbeit, so wie wir bei eConcept zum Beispiel auch vorgehen. Und dazu möchte ich aber ganz gerne noch mal kurz, also wirklich nur ganz kurz Überblick über Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit geben. Dazu haben wir heute schon viel gehört, von ökologischen über soziale Probleme, auch ökonomische Ressourcenverfügbarkeit und Ähnliches. Ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen, dass gerade beim Klimawandel die nächsten 10 bis 15 Jahre tatsächlich entscheidend sind, ob wir es schaffen, diese Tipping Points zu verhindern und einfach auch sagen, dass Designerinnen sich möglichst auch diesen Herausforderungen stellen sollen, soweit es irgendwie möglich ist in ihrer Arbeit und aber auch natürlich als Privatmenschen. Also wenn man so die ganze Lage mal kurz kommentieren möchte, dann könnte man sagen, we're trashing the planet, we're trashing the people and we're not even having fun. Also wir zerstören den Planeten, wir zerstören die Menschen. Migration ist eigentlich auch nichts anderes als ein ökologisches und ein ökonomisches Thema. Und wir haben noch nicht mal Spaß dabei. Also selbst diejenigen von uns, die in den reichen Industrieländern leben und die so viel verbrauchen, denen geht es nicht gut. Die haben Burnouts, die haben Depressionen, die haben Zivilisationserkrankungen wie Diabetes und Ähnliches. Also irgendwas scheinen wir im Moment nicht so ganz richtig zu machen als Menschheit. Designer gestalten eigentlich Problemlösungen, zumindest ist das, was wir uns so vornehmen in unserem Job. Tatsächlich aber ist es ja nun so, dass wir immer noch sehr damit beschäftigt sind, die Wegwerfgesellschaft zu befördern und diese Riesenmüllberge, die wir sehen, eigentlich auch mit anzustoßen. Also zum Beispiel gibt es so etwas wie eingebautes oder gefühltes Verfallsdatum, also Obsoleszenz, sei es durch technische Lebensdauer von Produkten oder Komponenten, die vielleicht zu kurz ist für die richtige Nutzungsdauer oder sei es auch durch modisches Design, wo wir eben Dinge in nächsten Produktgenerationen ein wenig anders designen und dann den Leuten damit klar machen wollen, sie müssen jetzt ein neues Produkt kaufen, auch wenn es vielleicht eigentlich noch ganz gut funktioniert, das alte. Dann machen wir viele Dinge wie so grüne SUVs, ein Hummer, der mit ein bisschen Solarpaneele ausgestattet ist und deswegen irgendwie ökologischer sein soll. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ein SUV wird nie ein Ökoauto werden und wir designen auch Dinge, die eigentlich kein Mensch und kein Tier braucht, also gerade so im Mode- und Accessory-Design-Bereich. Auch das sollten wir vielleicht nicht mehr tun. Das haben wir heute schon gehört. 80% der Produktauswirkungen werden in der Produktdesign- und Entwicklungsphase festgelegt. Deswegen ist unsere Rolle als Designer so wichtig. Also damit meine ich aber alle, die an der Entstehung von einem Produkt beteiligt sind, also auch die Produktmanager, die Ingenieure, die kreativen Marketingmenschen und so weiter. Alle, die entscheiden, was bringen wir denn jetzt als nächstes auf den Markt als Unternehmen. Dann gibt es natürlich die Nutzung und die End-of-Life-Phase. Die sind ein bisschen schwierig zu beeinflussen. Es gibt solche sogenannte Rebound-Effekte. Deshalb müssen wir uns nicht nur ums Produktdesign kümmern, sondern ist auch das Product-Service-System-Design wichtig. Und dazu haben wir ja heute am Vormittag schon einen sehr guten Vortrag gehört. Also Designer sollten von den Verursachern des Überkonsums
zum Beispiel durch Design von diesen wunderschönen Espresso-Kapseln, die natürlich eine ökologische Katastrophe sind, zum Befähiger eines nachhaltigen Lebensstils werden. Und wenn wir beim Beispiel Kaffee bleiben wollen, dann kann man zum Beispiel Kaffeetassen, diese Coffee-to-go-Tassen aus dem Kaffeesatz erzeugen, wie das meine Studenten Agatha Sowinski und David Minati-Kraus gemacht haben. Und diese Kaffeetassen, die können dann innerhalb von 24 Stunden einfach verschwinden und zurück in den biologischen Kreislauf geführt werden. Und ich habe gesehen, David, du bist auch hier im Auditorium. Vielleicht kannst du dich noch einmal kurz zeigen. Also das war wirklich ein sehr schönes Studierendenprojekt an der Fachhochschule Johanneum. So, also was ist das dann eigentlich, Design für Nachhaltigkeit? Es wäre Design, das gut für Menschen ist, das gut für den Planeten ist und das Wertschöpfung und Wertschätzung schafft, möglichst in der gesamten Wertschöpfungskette und darüber hinaus. Und ich rede bei dieser Triple Bottom Line, People, Planet, Profit, nicht so sehr über Profit, sondern eben über Value. Es geht tatsächlich nicht um kurzfristigen Profit für wenige, sondern um eine Wertschöpfung für möglichst viele Beteiligten. Und weil wir auf diesem Planeten leben und ohne den Planeten nicht leben können, ist in diesem Leitbild Nachhaltigkeit 2.0 der Planet eben ein bisschen wichtiger. Also das heißt, ohne Erde gibt es weder Soziales noch Ökonomisches. Und insofern sollten wir primär erstmal schauen, dass der Planet nicht ganz aus dem Gleichgewicht gerät. So, das heißt, wenn wir uns das systematisch mal anschauen, dieses Design für Nachhaltigkeit oder Sustainability Design ist so ein Oberbegriff, unter dem eher ökologische Aspekte wie Ecodesign, Ressourceneffizienz, Cradle to Cradle stehen, aber auch soziale Aspekte, also soziales Design, humanitäres, faires Design, Base of the Pyramid Projekt, wo man sich den schwächsten oder ärmeren Bevölkerungsschichten widmet, und alles das zusammen ergibt das Nachhaltigkeitsdesign. Also wir denken bei der Nachhaltigkeit immer an soziale, ökologische und ökonomische Dinge. Wir gucken uns die gesamten Systeme an und versuchen da möglichst radikale neue Lebensstile, Konsum- und Produktionssysteme zu entwickeln. Ein paar Strategien auch relativ flott. Was können wir machen in diesem Nachhaltigkeitsdesign? Zum einen müssen wir uns das ganze System anschauen und müssen dann schauen, welche Strategien sind denn für uns die wichtigsten, und zwar im gesamten Produktlebensweg, aber auch im gesamten Context of Use, also Produktsystem. Und dazu haben wir so ein Tool, die Nachhaltigkeitsdesign-Matrix aufgebaut, und die kümmert sich zum Beispiel um Dinge wie Biodiversitätsschutz, also Schadstofffreiheit, um Ressourceneffizienz, also möglichst effizient mit Fläche und Energie und Ressourcen umzugehen, um Energieeffizienz, verbesserte Nützlichkeit, auch über die gesamte Lebensdauer des Produktes, Kreislaufwirtschaft, auch dazu haben wir heute schon viel gehört, und tatsächlich natürlich auch soziale und Gesundheitsaspekte, also zum einen, was passiert in der Lieferkette, da wo unsere Produkte herkommen, unsere Materialien, aber auch, was macht dieses Produkt eigentlich in der Gesellschaft, was ist mit Gender-Themen, mit Rassismus, mit Sexismus und ähnlichen Dingen. Wenn Sie es kürzer haben wollen, dann merken Sie sich drei Begriffe: Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Das heißt, effizienter Umgang mit allem, was da so ist. Konsistenz, was ist die Verdaulichkeit für natürliche Systeme? Also geben wir Dinge der Welt zurück, die sie dann auch wieder verarbeiten kann. Und aber natürlich auch, wie leben wir? Weniger ist vielleicht mehr Ausmisten unserer Lebensstile. Brauchen wir alles das, was wir wirklich kaufen und konsumieren? Oder geht es uns vielleicht besser, wenn wir andere Dinge machen? Dann, wie gesagt, geht es um den Produktlebensweg, aber auch um das Produktsystem. Und wir versuchen dann an den verschiedenen Stellen im Lebensweg zu schauen, okay, was können wir da tun, damit so ein Produkt oder ein System nachhaltiger wird. Aber am allerwichtigsten ist für uns das Rethink. Und das unterscheidet es vielleicht auch ein bisschen von klassischem Produktdesign. Wir fragen am Anfang immer ganz kritisch, was will der Konsument, der Nutzer eigentlich, die Nutzerin, was brauchen wir eigentlich für eine Problemlösung? Also wenn wir beim Beispiel Kaffee bleiben, es geht nicht darum, Kaffeemaschinen zu designen. Eigentlich will auch keiner eine Kaffeemaschine haben, außer die Fans von Barista-Maschinen, die wirklich Leidenschaft für so etwas entwickeln. Aber die meisten Leute wollen wohlschmeckenden Kaffee haben. Und dann ist die Frage, wie leiste ich diesen Dienst, wohlschmeckenden Kaffee zuzubereiten, auf eine möglichst nachhaltige Art und Weise.
Dazu schauen wir uns den Lebensweg an. Jedes Produkt hat einen Lebensweg und wir müssen als Designerinnen im Nachhaltigkeitsdesign quasi antizipieren, vorwegnehmen, wie sieht dieser Lebensweg aus, auch was passiert am Ende des Lebens. Wir versuchen, diese Kreisläufe zu schließen, so wie wir es vorhin schon gehört haben, Reuse, Remanufacture, Recycle und so weiter. Unsere Wertschöpfungsketten werden zu Wertschöpfungskreisläufen und alles das müssen wir vorwegdenken, schon wenn wir designen. Und das heißt auch nicht immer, dass wir in der gleichen Wertschöpfungskette bleiben, sondern wir tauschen aus zwischen den verschiedenen Ketten. Wir erzeugen sogenannte Industrieökologiesysteme, wo die Ressourcen des einen vielleicht Reststoffe des anderen sind und so ein gesamtes interaktives System entstehen kann. Die verschiedenen Strategien dazu wurden heute Morgen schon erklärt von Peter Post, das brauche ich nicht zu wiederholen. Ein paar Beispiele, also ein natürlicher Kreislauf, ein natürliches Kreislaufprojekt wäre zum Beispiel diese Fast-Food-Verpackung, die aus dem gleichen Produkt wie das Fast-Food, also aus Kartoffelmehl entsteht, die man dann auch essen kann am Ende, wenn man sie nicht mehr benötigt oder zumindest verfüttern oder kompostieren kann. Ein Kreislaufprojekt im technischen Bereich ist ESE, einer meiner Kunden. Die haben ein Kreislaufsystem für Abfallbehälter entwickelt. Diese Behälter werden den Kommunen zur Verfügung gestellt, womöglich in einem Servicekonzept. Dann, wenn sie kaputt gehen, werden sie von ESE abgeholt in einem Truck und der Truck schreddert gleich das Material und es kann eins zu eins wieder zurück in die Produktion eingebracht werden. Darüber hinaus müssen wir versuchen zu eliminieren, zu minimieren, also vielleicht sogar mit Luft designen. Wir müssen Schadstofffreiheit erzeugen. Wir haben vielleicht sogar wachsende Produkte, setzen erneuerbare Energie und erneuerbare Materialien ein. Wir brauchen neue Materialien, die sich zum Beispiel aus Reststoffen zusammensetzen, wie dieses kunststoffartige Material, was aber aus Sägespänen, also Sägemehl, Lignin, als Abfallprodukt hergestellt wird. Wir brauchen neue Materialien und Prozesse, also auch vielleicht aus Kunststoffen Rezyklate entwickeln, aus den Rezyklaten Filamente entwickeln, aus diesen Filamenten durch 3D-Druck wieder kleine Produktserien bauen. Und wir brauchen neue Recycling-Technologien, wie zum Beispiel Apple es jetzt macht, entweder hands, also manuell oder automatisiert, sodass wir eben die komplizierten Geräte, die wir entwickeln, die dann auch fürs Recycling designt werden müssen, tatsächlich auch wieder zurückgewinnen und auf hohem Qualitätsniveau rezyklieren oder Komponenten wieder einsetzen können. Langlebigkeit hat hohe Priorität, auch das haben wir heute schon gehört. Also wenn wir Produkte haben, die tendenziell lange leben können, je länger sie leben, umso besser, auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Aber diese Geräte oder Produkte müssen natürlich dann auch in Würde altern können. Also wir müssen sie so designen, dass sie Patina ansetzen, die schön ist. Schließlich Biodiversität fördern, zum Beispiel durch ein Seedpaper als Verpackungsmaterial, was man in den Garten geben kann und dann wachsen daraus wieder Blumen, weil Samen eingebaut sind. Oder auch wir kümmern uns um soziale Effekte, zum Beispiel durch FSC-Materialien. In der nachhaltigen Forstwirtschaft wird auch auf den Schutz indigener Völker geguckt, dass also die Urvölker, die im Regenwald leben, nicht vertrieben werden und ihr Leben weiterhin führen können. Und ähnliche soziale Aspekte, auch die betrachten wir. Schließlich noch ganz schnell, bei den Strategien geht es auch um neue Geschäftsmodelle, also um das Systemdesign. Dazu hat auch der Peter heute Morgen schon sehr viel gesagt. Ich werde es nicht wiederholen. Wir brauchen zum Beispiel Geschäftsmodelle, wo das Produkt nicht mehr verkauft wird und wo deswegen der Anreiz fürs Unternehmen, ein möglichst langlebiges Produkt anzubieten, erhöht wird. Philips verkauft nicht mehr Lampen, sondern vermietet sie immer mehr, also verkauft quasi die Dienstleistung Licht und nicht die Leuchte. Und so können dann die Leuchten ganz anders gestaltet werden. Das alles soll auch mit Verhaltensänderung einhergehen, also sogenannter Verhaltensinnovation. Das können wir als Designer erzeugen. Wir können sogenanntes Nudging betreiben. Dieses Urinal zum Beispiel hat hier einen kleinen Fleck. Wenn man genau hinschaut, ist das eine Fliege. Was machen Männer, die das Urinal benutzen? Naja, sie versuchen, die Fliege zu treffen. Und so ist das Badezimmer sauberer. Man muss weniger putzen, braucht weniger Wasser, weniger Reinigungsmittel und so weiter. Also auch das kann Design
erzeugen. Und schließlich soziale Innovation, Sharing Economy, Carsharing, aber auch Walking Bus und so weiter. Also Innovationen, wo Menschen ihr Verhalten ändern, ganz systematisch, wo wir es vielleicht sogar schaffen, Produkte zu verhindern durch eine neue Design-Innovation, eine neue soziale Innovation. Und das wahrscheinlich das radikal Nachhaltigste ist, was wir als Designer auch unterstützen und befördern können. So, das war jetzt relativ flott die Aufgabe, die vor uns liegt. Was müssen wir eigentlich machen? Was ist die Herausforderung oder was sind so Strategien? Und jetzt geht es endlich ins, wie machen wir es denn tatsächlich? Also wie sieht so ein nachhaltiger Designprozess eigentlich aus? So unglaublich anders als ein genereller Designprozess ist er nicht. Wir brauchen nach wie vor viel Kreativität und Intuition. Aber was wir definitiv anders machen, ist, wir haben mehr Fokus auf Analyse und Research. Wir haben mehr die Systemperspektive im nachhaltigen Design. Wir arbeiten oft mit Co-Design-Strategien, also beziehen tatsächlich Nutzerinnen mit in den Designprozess hinein. Und wir brauchen immer eine gesamtheitliche Bewertung dieser drei verschiedenen Nachhaltigkeitskategorien und sehr viel Out-of-the-Box-Thinking, weil wir nach radikalen Lösungen suchen. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Tools, die wir benutzen, um solche Nachhaltigkeitsprozesse, Designprozesse zu unterstützen. Das können ganz komplexe Tools sein wie Lebenszyklusanalyse, eine Ökobilanz, eine Lifecycle Assessment. Das können ganz einfache Tools sein wie Faustregeln, Checklisten und Ähnliches. Wir empfehlen immer, diesen Prozess und die Tools an das jeweilige Unternehmen und das jeweilige Projekt anzupassen. Was wir aber definitiv immer dabei haben, ist ein Analyse-Tool, eine Guidance, also ein Anleitungstool für die Designer und eine abschließende Bewertung. Also schauen wir doch mal zur Analyse. Was können wir benutzen? Zum Beispiel Lifecycle Assessment. Hört sich jetzt erstmal sehr komplex an, ist es im Prinzip auch, aber mittlerweile gibt es ganz schöne Tools, die es sogar für Gestalter handhabbar machen, so eine Lebenszyklusanalyse durchzuführen. Ein Beispiel ist dieser Ecolizer, der von OVAM, der belgischen Umweltorganisation, gestaltet wurde. Hier gibt es Datensätze, die hinterlegt sind für Materialien oder auch für Prozesse. Und dann baut man sich sein Produkt quasi Baugruppe für Baugruppe, Bauteil für Bauteil hier so zusammen, gibt die Gewichte und die Materialien ein und kann sich so quasi einen ökologischen Indikator ausrechnen. Noch leichter geht das mit Online-Tools, also Software-Tools, wie zum Beispiel Sustainable Minds, das wir sehr gut benutzen. Gleiches Prinzip, wir zerlegen das Bauteil, das Produkt, ein Referenzprodukt in die Einzelteile. Wir bilanzieren jedes einzelne Teil. Die Software gibt uns hier die Umweltbelastungskategorien aus, pro Bauteil über den gesamten Lebenszyklus und auch CO2-Fußabdruck zum Beispiel. Und so können wir bewerten. Gleiches gilt, das wurde auch heute Morgen schon erwähnt, für sowas wie SolidWorks Sustainability. Also wenn Sie CAD-Tools benutzen, gibt es für dieses CAD-Tool auch so Eco-Module oder Sustainability-Module, wo Sie gleich während Sie dieses Bauteil bauen, sich anzeigen lassen können, was ist der ökologische Impact, was ist der Carbon Impact. Und dann können Sie quasi Alternativen modellieren und können schauen, was passiert mit einem anderen Material, was passiert, wenn ich es am Ende des Lebens rezykliere und so weiter. Also das sind ganz schöne Tools, auch für uns Designer, die nicht zu viel Zeitaufwand haben und die wir durchaus in ganz normalen Entwicklungsprojekten machen können. Ein Beispiel, wir haben für ein amerikanisches Fastfood-Unternehmen einen neuen Becher designen dürfen. Dazu haben wir uns erstmal angeschaut, was gibt es überhaupt für alternative Einwegbecher auf dem Markt. Wir haben die getestet und dann haben wir eine Lebenszyklusanalyse dafür gemacht und haben das als Referenzprodukt, diesen Polystyrene-Becher hier bilanziert mit einem Umweltimpact von 0,24 Millipoints. Also es ist so ein Single-Indikator für alle Umweltimpacts. Und dann haben wir geguckt, okay, was passiert, wenn ich den zum Beispiel rezykliere? Dann wird er schon mal 68% besser. Was passiert, wenn ich ihn durch einen Papierbecher mit einem PE, mit einer PE-Beschichtung austausche und ihn quasi ins Landfill gebe? Dann wird er 11% schlechter. Also der ist tatsächlich nicht so gut. Dann haben wir einen Bagassebecher bilanziert, wo Bagasse ist ein Material aus der Zuckerrohrindustrie, das kompostierbar ist. Bagassebecher kompostierbar ist 75% besser als unsere Referenz und der Gewinn
Kinder war schließlich ein Polypropylenbecher, der recycelt wurde. Der war sogar 79% besser als unser Ausgangsprodukt, der Polystyrene-EPS-Becher. Das heißt, aus diesen Bilanzierungen ziehen wir dann Konsequenzen fürs Design. Und wir haben daraus gelernt, dass wir jetzt am besten einen neuen Becher erstellen. Also wir haben hier einen Mehrwegbecher konzipiert, der sowohl mehrfach genutzt werden kann, als auch rezykliert werden kann aus Polypropylen. Und dieses Sleeve ist aus Polypropylen recycelt, weil das Unternehmen die Becher zurücknimmt, dann rezykliert und eben dieses Sleeve aus dem Rezyklat macht. Also im Getränkebereich darf man im Moment noch keinen Recyclingkunststoff wieder einsetzen. Im Lebensmittelbereich ist das oft schwierig. So, aber zusätzlich zu diesen Lebenszyklusanalysen gucken wir uns auch das System an, machen zum Beispiel solche System Swats, wo wir schauen, wie die momentane Situation im System ist und wie sich die Zukunft entwickelt und wo da ökologisch, ökonomisch, technologisch, sozial bestimmte Verbesserungsoptionen sind. Wir gucken uns das System an und machen so eine System Map, wo wir die Akteure, die Materialflüsse, die Informationsflüsse, die Finanzflüsse visualisieren und auch hier gucken, wo können wir noch Verbesserungsoptionen erreichen, wo sind vielleicht Probleme im System. Wir gucken nach der Natur und lernen von der Natur, Biomimicry, Bionic und versuchen, geniale Lösungen aus der Natur vielleicht auf technische Lösungen zu übertragen. Wir schauen uns natürlich die Zielgruppen auch an. Also wir wollen wissen, wer sind so die First Movers. Oft gucken wir auf die LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability, und schauen, ob wir die nicht als erste Zielgruppen ansprechen können, weil dann von diesen sogenannten Leitmilieus Innovation auch in den Rest der Gesellschaft heruntertrickeln. Oder wir gucken auf die experimentellen Milieus. Wir müssen wissen, was sind die Nachhaltigkeitswünsche und Bedürfnisse dieser Konsumenten und wie können wir mit denen arbeiten. Und schließlich, wenn wir dann Ideen und Lösungen entwickelt haben, dann bewerten wir die immer aus unserer Analyse, haben wir Kriterien herausgefunden, wir haben Ziele definiert und wir checken dann am Ende, ob die neue Lösung tatsächlich auch besser ist und in die richtige Richtung geht. Checklisten zum Beispiel für die Produktentwickler machen das Leben etwas leichter. Also wenn man wenig Zeit hat, dann ist mit Checklisten oder mit Faustregeln, die schon vorformuliert sind, im Design zumindest noch so eine Art Mindestkatalog an Dingen, die man beachten muss, abzudecken. Und das macht das Leben vielleicht ein bisschen leichter für die Gestalterinnen dann. Auch zur Materialauswahl gibt es Kriterien und Checklisten. Und wir arbeiten viel mit solchen vorgefertigten Materialdatenbanken schon für Unternehmen, die so eine Art Ampelbewertung haben, wo man sagt, das rote Material solltest du nicht mehr benutzen, gelbe Materialien sind okay noch, aber such nach Alternativen. Und die grünen Materialien sind dann völlig unbedenklich. Das heißt, wir haben vorab so eine Materialbewertung erstellt und geben das dann den Unternehmen an die Hand. Schließlich Business Model Innovation, das wurde ja heute auch schon gezeigt. Auch wir Designer können Geschäftsmodellinnovationen anstoßen. Wir können uns überlegen, für unsere Nutzung, für die Bedürfnisse, die wir befriedigen wollen, gibt es vielleicht eine Alternative zum Produktverkauf. Diese neuen Geschäftsmodelle entwickeln wir auch und überlegen dann mit den Unternehmen gemeinsam, wie können wir so zum Beispiel Sharing-Konzepte oder Nutzen statt Besitzen, wie können wir die in den Markt bringen. Okay, das heißt, wenn ich anfangen möchte mit diesem Thema Nachhaltigkeitsdesign, dann würde ich, und ich arbeite mit Unternehmen, ich berate vielleicht Unternehmen oder mache Designprojekte mit Unternehmen, dann würde ich zunächst mal analysieren, wo stehe ich mit dem Unternehmen und mit seinen Produkten. Ich würde definieren, wo sind meine Ziele aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, zum Beispiel KPIs formulieren, Key Performance Indikatoren. Dann würde ich versuchen, ein Eco-Design-Team zu gründen, auch im Unternehmen. Also versuchen, die wichtigen Akteure mit an den Tisch zu bringen. Marketing gehört dazu, Einkauf, Verkauf, natürlich die gesamte Produktentwicklung, aber auch das Management muss natürlich zustimmen. Und dann baut man so Pilotprojekte, macht Erfahrungen, wählt bestimmte Tools aus, experimentiert mit den Tools, guckt, ob die funktionieren. Und durch diese Pilotprojekte sammelt man immer mehr Wissen. Man evaluiert dann die Ergebnisse aus den Projekten und lernt dazu. Und es ist quasi so ein Lifelong Learning, also sich immer weiter entwickelnder Prozess.
Prozess und man kann dann seine Skills und sein Wissen im Bereich Nachhaltigkeitsdesign immer weiter ausbauen und die Vorgehensweise und die Tools systematisch in die Routinen der Menschen im Unternehmen integrieren. Training hilft, interne, externe Kommunikation natürlich auch. Wenn ich dann die tollen neuen Produkte designt habe, soll ich auch darüber reden, sowohl intern als auch extern. Tue Gutes und rede darüber. Genau, das war's. Vielleicht ein bisschen schnell jetzt, weil wir auch der Zeit ein kleines bisschen hinterher sind. Aber dafür haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit zur Diskussion. Ich habe hier nochmal drei Bücher oder Broschüren aufgeschrieben, mitgebracht, die Sie sich kostenlos aus dem Internet herunterladen können. Das eine ist eine Broschüre mit Ecodesign, Ressourcen schon wirtschaften. Das andere ist ein Buch, das ich mit Peter Stebbing für Cumulus geschrieben habe, Changing Paradigms, Design for a Sustainable Future. Und das dritte ist ein bisschen unsere Bibel im Bereich Eco und Sustainable Design, ein Buch, das ich schon in den 2000er Jahren geschrieben habe, das aber jetzt gerade neu aktualisiert wurde, vom UBA, Umweltbundesamt, publiziert wird und das Sie auch kostenlos runterladen können. Da finden Sie alle Tools und alle Methoden und alles, was ich gerade so in der Kürze gesagt habe, nochmal ausführlich und können sich die Methoden auch nochmal in Ruhe anschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag, Frau Tischner. Und bevor wir gleich noch vielleicht ein, zwei Fragen beantworten können, die Sie jetzt schon mal gerne in den Chat schreiben können, möchte ich Ihnen im Namen auch vom Rat der Formgebung und natürlich im Namen von uns allen zum Geburtstag gratulieren. Happy Birthday! Dankeschön, das ist lieb. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Wir sind sehr dankbar, dass Sie sich an diesem Ehrentage für uns Zeit genommen haben und vor allem, dass Sie uns noch so tolle Einblicke gegeben haben. Das war wirklich sehr interessant und das hat auch Karel geschrieben. Toller Vortrag, viele Details, vielen Dank. Und auch Herr Heitz schreibt, ja super, vielen, vielen Dank. Und erste Frage wäre da vielleicht, Sie haben ja auch über Designs gesprochen, da haben Sie diese Fast-Food-Verpackung gezeigt. Ich meine, die haben in der Mitte, die dann mit den Pommes kam, also diese Illustration, das war ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt genau essbar oder kompostierbar war. Es gab ja auch das EU-Verbot für Einwegplastik. Haben Sie, ich sag mal, kurz davor oder danach jetzt gemerkt, dass es sozusagen mehr Nachfrage gibt, dass mehr Leute auf Sie zukommen und tatsächlich sagen, wir brauchen neue Lösungen? Absolut. Also das ist, ich muss sagen, ich bin ja schon jetzt relativ lange dabei, ne? Also schon seit ungefähr 30 Jahren. Und, großartig. Und genau, das kann man ja ruhig sagen an seinem Ehrentag, wieder ein Jahr älter. Aber ja, es macht Spaß, genau. Ich bin nach wie vor alive and kicking und wir müssen sagen, dass wir seit, ich würde mal sagen 4, 5 Jahren einen extremen Anstieg der Nachfrage finden. Also ich kann auch allen jungen Designerinnen da draußen sagen, wenn ihr ein bisschen Lust auf dieses Thema habt, es war noch nie besser, hier einzusteigen als heute. Also die Nachfrage ist total groß. Die Unternehmen rennen uns, ich will es mal so sagen, die Tür ein. Also wir haben wirklich viele, viele Anfragen, habe jede Menge Angebote geschrieben in den letzten 2, 3 Jahren, die sich wirklich mit diesem Thema Sustainability Design beschäftigen und viele Projekte, die jetzt gerade laufen. Und ich denke, dass kommt von vielen Seiten. Es kommt vom einen Fridays for Future. Vielen Dank an alle jungen Leute, die auf die Straße gehen und sagen, hey, wir haben jetzt genug von der Politik, wir wollen jetzt endlich Aktion sehen. Es kommt von der Gesetzgebung, die eben sagt, ja, Single-Use Plastic geht nicht mehr, Batterienverordnung, Elektroschrott, also alles, was irgendwie schwierig wird für die Umwelt, müssen wir versuchen zu regulieren. Daher kommt es, kommt auch von den Finanzinvestoren, die sagen, ohne Klimastrategie bekommst du jetzt kein Geld mehr, wo ist deine Klimastrategie? Ja, also es kommt jetzt von vielen, vielen Seiten. Und deswegen sieht man eine sehr intensive Bewegung in die Richtung Nachhaltigkeitsdesign. Also ich bin darüber sehr dankbar und sehr froh und kann wirklich alle anderen ermutigen, sich auch Skills in diesem Bereich anzuschaffen. Super. Da kam dann noch eine Frage von der Frau Lindner. Gratulation, also neben dem Geburtstag, auch zum inspirierenden Vortrag. Was sind die größten vorgefassten Meinungen, zum Beispiel PET versus Glasflasche, die Sie ändern konnten bisher? Also, es gibt viele Mythen. Das ist tatsächlich so. Ja. Mythos Nummer 1, Plastik ist schlechter als Papier. Das haben wir ja eben auch schon bei dem Becher gesehen. Ne? Das war natürlich sehr, sehr interessant, dass der dann sogar 11% schlechter war. Ganz genau. Also die Art und Weise, wie wir jetzt im Moment
Plastiktüten verbieten und stattdessen Papiertüten benutzen. Wenn man eine reine Ökobilanz machen würde, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so ökologisch sinnvoll. Aber es gibt natürlich dieses Problem des Mikroplastiks, des Plastiks im Meer, Meeresplastik. Das ist ein Riesenproblem. Und deswegen ist die Politik jetzt dabei, diese als Single-Use-Plastik-Dinge zu eliminieren. Wenn ich aber ein längerlebiges Produkt habe, dann ist es absolut nicht so, dass Kunststoff immer ein schlechtes Material ist, sondern ganz im Gegenteil, wenn ich den Kunststoff, das Produkt so designe, dass ich das Kunststoffmaterial nachher wieder zurückgewinnen kann, dass es eben nicht in der Umwelt landet und dass ich es rezyklieren kann auf möglichst hohem Niveau, dann ist es vielleicht auch ein gutes Material. Also dieser Mythos, Papier ist besser als Plastik oder auch biobasierte Materialien sind immer besser als man-made materials. Auch das stimmt so pauschal nicht. Leider muss man immer den Einzelfall anschauen und auch den Einzelfall bewerten, um herauszufinden, was ist jetzt wirklich das beste Material. Gleiche Person fragt hier noch, ich muss mal kurz runterscrollen hier, also die Frau Lindner. Gelten bei dieser Beratung die üblichen Stundensätze wie für Kreativleistung? Jetzt weiß ich nicht, was Sie für Kreativleistung abrechnen, aber wir sind eher in diesem Unternehmensberatungs-Segment. Genau. Okay. Frau Meister fragt, kann man davon ausgehen, dass die Kunden dann auch ein Verständnis für den vorhergehenden notwendigen Designprozess mitbringen? Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Naja, also ich glaube, dass sozusagen das Verständnis bei dem Designprozess, der vorher schon stattgefunden hat, also zum wie mache ich jetzt überhaupt mein Produkt? So würde ich das jetzt deuten, sonst kann das die Frau Meister auch noch mal reintippen, was genau sie damit meint. Also was wir machen, wenn wir zum Beispiel mit Unternehmen arbeiten, wir gucken uns erstmal an, wie arbeiten die eigentlich. Wir analysieren den existierenden Designprozess und dann überlegen wir, wie müssen wir den verändern oder was können wir da machen, dass dieser Prozess nachhaltiger wird, also dass er mehr Fokus auf Nachhaltigkeit hat. Und deswegen auch diese ganzen Methoden und Tools. Wir schlagen dann zum Beispiel vor, guckt euch an der einen Stelle mal dieses Tool an. Hier brauchen wir vielleicht eine Checkliste. Lass uns mal hier die KPIs formulieren nach der Analyse. Und dann haben wir hier so eine Guideline für die Designer. Und am Ende machen wir dann so eine abschließende Bewertung. Also wir integrieren das immer in den bestehenden Designprozess, sei es im Designbüro. Wir arbeiten auch mit klassischen Designbüros und helfen denen, nachhaltiger zu designen, aber eben auch in gestaltenden Unternehmen, also Unternehmen, die entwickeln. Und das ist immer unser Ausgangspunkt. Wir wollen versuchen, das so smooth wie möglich in die existierenden Prozesse zu integrieren. Super. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Happy Birthday, Frau Tischner. Machen Sie bitte weiter so, bleiben Sie weiter Pionierin und kämpfen für die gute Sache. Gutes Tun und drüber reden, haben Sie ja schon gesagt. Und schön, dass Sie heute da waren. Wenn man jetzt noch Fragen hat, dann kann man sich direkt mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie hatten ja auch Ihre E-Mail-Adresse eingeblendet. Also vielen Dank auch für dieses Angebot und dann noch einen wunderschönen Tag wünschen wir Ihnen. Dankeschön, alles Gute, spannende Veranstaltung.